In Avid Studio ist es möglich, mit Fotos oder Videosequenzen kleine Trickfilme oder Comics zu erstellen. Dazu ein kleines Beispiel. Ich spiele einmal diese kurze Sequenz ab, damit Sie sehen, wie das Resultat dann später aussehen soll. Ich habe für diese ganz kurze Sequenz verschiedene Elemente verwendet. Zum einen habe ich ein Foto genommen, das ausschaut wie gezeichnet. Ursprünglich war das Foto einmal so. Das heißt, ich habe mit einem Effekt das Foto als Comic dargestellt. Zum anderen habe ich eine sogenannte Sprechblase erstellt mit einem Text drin. Als letztes habe ich einen Soundeffekt, also das Quaken der Ente, auf eine der Spuren hinzugefügt. Ich zeige Ihnen nun Schritt für Schritt, wie ich diese Videosequenz erstellt habe. Dazu nehme ich ein Foto, zum Beispiel mit einer Person oder einem Tier, und lege dies auf die Timeline. Als erstes erstelle ich diesen Comic-Effekt. Und zwar können Sie diesen aufrufen, indem Sie auf das Foto doppelt klicken, um in die Effekte zu gelangen. Ob Sie nun eine Videosequenz oder ein Foto wählen, spielt dabei keine Rolle. Im Register Effekte unter Punkt 6 Add-ons gibt es diese Red Giant Zusatzeffekte. Der Roto-Tune-It macht aus einem Foto oder Videosequenz eine Comiczeichnung. Wenn Sie mit der Maus auf den Effekt fahren, sehen Sie eine kurze Vorschau. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um diesen Effekt auf dieses Foto oder Videosequenz anzuwenden. Hier haben Sie die Möglichkeit, aus verschiedenen Standarten eine Art des Comics auszuwählen. Klicken Sie einfach die gewünschte Art der Comiczeichnung an. Ich habe zum Beispiel für mein Beispiel Comic mit feinen Linien gewählt. Im Prinzip müssen Sie nichts weiteres einstellen. Natürlich können Sie noch weitere Einstellungen dieses Effektes ändern, um das Aussehen des Comics zu verändern. Mit einem Klick auf OK gelangen Sie wieder zurück auf die Timeline. Sie sehen nun, dass die Ente als Comic dargestellt wird. Um die schwarzen Ränder links und rechts zu entfernen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf dieses Foto und unter Skalieren wählen Sie Füllen. Als nächstes möchte ich die Sprechblasen hinzufügen. Dies geht am einfachsten mit einem Titel. Und zwar wähle ich dieses T aus, um einen Titel oberhalb dieses Fotos zu erstellen. Das Textelement brauchen wir, um einen Text hinzuzufügen. Die Sprechblase erstelle ich anhand dieser grafischen Elemente, die ich hinzufügen kann. Ich wähle das Rechteck und platziere das im oberen rechten Bereich. Damit ich genau weiß, wie groß dieses Rechteck sein muss, klicke ich unten rechts auf Solo, damit ich den Hintergrund, also die Ente, sehen kann. Mit einem Klick auf OK übernehmen Sie die Änderungen. Falls Sie mit Solo die Ente nicht sehen, dann achten Sie einfach darauf, dass dieses Titelelement sich oberhalb dieses Fotos befindet. Ich doppelklicke wieder auf den Titel, um jetzt die Sprechblase fertig zu machen. Das heißt, ich verkleinere die Sprechblase ein wenig, damit die Ente nicht im Hintergrund ist. Und Sie sehen, dieses Rechteck definiert nun den Bereich, wo der Text hinzugefügt wird. Bei einer Sprechblase gibt es aber ein kleines Dreieck, das zum Mund der sprechenden Person oder des Tieres hinzeigt. Dazu füge ich ein Dreieck hinzu, das ich jetzt individuell verkleinere. Und zwar mache ich das ganz spitz. Und wenn ich auf diesen oberen Punkt fahre mit der Maus, habe ich die Möglichkeit, dieses Dreieck zu drehen. Ich ziehe dieses nun einfach mit der Maus in dieses Rechteck, um es genau zu positionieren. In diesem Fall habe ich eine ganz normale Sprechblase erhalten. Den Text ändere ich natürlich auch, indem ich diesen einfach mit der Maus auswähle und irgendeinen Text eingebe. Meine Schrift ist jetzt weiß und der Hintergrund ebenfalls. Das will ich ändern, und zwar auf der rechten Seite unter Oberfläche sehen Sie da die unter Füllen
die Farbe der Schrift, klicken Sie mit der linken Maustaste auf dieses weiße Feld und ändern zum Beispiel die Schrift in Schwarz, also ganz unten. Mit Anwenden übernehmen Sie dann die Farbe. Ich verschiebe nun dieses Textelement mit dem Vierpfeilsymbol in diesen Bereich der Sprechblase. Sie sehen nun, dass der Text im Hintergrund ist. Das ist falsch. Also müssen Sie diese Linie mit dem Text einfach mit der Maus zum Beispiel nach oben ziehen. Und Sie sehen nun dieses Textelement im Vordergrund. Das ist im Prinzip alles, was Sie hier machen müssen. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie einfach auf OK. Als nächstes kommt der Soundeffekt, also das Quaken der Ente. Das ist ein Soundeffekt, der bei Avid Studio standardmäßig schon dabei ist. Ich wähle aus der Bibliothek die Soundeffekte aus. Wenn Sie diese nicht angezeigt haben, dann klicken Sie einfach auf eines dieser Register mit der linken Maustaste und wählen unter den kreativen Bausteinen die Soundeffekte aus. Da gibt es ganz viele Soundeffekte. Um jetzt die Ente zu finden, gehen Sie am einfachsten wie folgt vor. Klicken Sie einfach in dieses Suchfeld Ente ein und Sie sehen dann ganz unten diesen Effekt in der Kategorie Tiere. Ich ziehe nun diesen Soundeffekt einfach auf eine Spur unterhalb des Fotos oder der Videosequenz und unser Effekt ist fertig. Das heißt, ich spiele diese Sequenz einmal ab. Sie können nun die Sprechblase noch synchronisieren, dass diese genau gleich lang ist wie das Quaken und die Videosequenz oder das Foto ist nun fertig. Natürlich können Sie weitere Videoclips oder Fotos hinzufügen, um eine kleine Comiczeichnung oder einen Comicfilm zu erstellen.